Hallo zusammen, heute wieder eine kleine Tour, ausgehend von der S-Bahn-Station Kreuzstraße, von der S7. Die Anreise war heute nicht ganz so problemlos, weil es Wartungsarbeiten auf einigen Streckenabschnitten gibt. Hier angekommen habe ich gemerkt, ich bin 30 Kilometer von München weg und es gibt keinen Mobilfunk. In Deutschland sind wir da leider den anderen EU-Ländern nicht voraus, sondern hinterher. Und ja, die Netzabdeckung ist miserabel. Das ist jetzt das Problem für mich, da ich die Karte nicht offline gespeichert hatte auf meinem Telefon. Ich habe nur ein Bild dabei. Aber ich denke, es sollte trotzdem nicht zu kompliziert sein. Die Wanderwege sind auch ausgeschildert hier. Und ja, ich gehe jetzt runter zur Mangfall. Ich habe meinen Kochgeschirr mit, werde da eine kurze Pause machen, da die Temperaturen heute auch angenehm sind. Es ist leicht wolkig. Vielleicht kommt die Sonne mal raus, regnen soll es nicht. Und ja, da habe ich mich entschieden, heute mal wieder was zu kochen, wenn es nicht so heiß ist. Ja, laut dem Führer sollte hier eine schöne Badestelle sein. Deswegen habe ich einen kleinen Umweg gemacht von diesem Rundweg. Allerdings, weiß ich nicht, hier ist alles bewachsen. Man müsste hier durch den Wald klettern, um runterzukommen. Und das würde ich nicht als schöne Badestelle definieren. Ja, man kann das Wasser sehen, aber nach meinen Erfahrungen mit quer durch den Waldwegen riskiere ich das nicht. Also es gibt auch kein schönes Ufer oder so, wo man sich hinsetzen könnte. Es geht vom Wald direkt in den Bach oder Fluss. Und auch hier muss ich jetzt sagen, im Führer waren hier Bilder von kristallklarem Wasser zu sehen, was ich jetzt hier so nicht habe. Entweder ist jetzt wieder der Pegel erhöht und es ist alles etwas schlammig. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Es ist immer noch schön, natürlich, aber ja, nicht so, wie der Führer versprochen hat.
Hi. Also ich muss sagen, die Strecke bisher ist super. Es ist alles sehr, sehr nass. Im Wald muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin nicht den Wegen immer gefolgt, die der Führer angegeben hatte, sondern da gibt es kleinere Wege direkt am Fluss lang. Die habe ich genommen. Ja, ist alles sehr nass. Man muss ein bisschen aufpassen. Jetzt bin ich insgesamt knapp 7 Kilometer gelaufen mit diesem kleinen Umweg zu dem nicht vorhandenen Badestellenstrand. Und ja, ich habe jetzt hier eine Stelle gefunden, wo ich mein Mittag gemacht habe. Perfekte Aussicht, da unten ist der Fluss, hinter mir ist der Weg. Sind bisher nur ein, zwei Wanderer vorbeigekommen. Also es ist wenig begangen hier. Ja, jetzt lasse ich mir meine Nudeln schmecken und genieße die Aussicht.
sieht es aus, als wären jetzt die letzten beiden Kilometer etwas ödere Strecke. Hier kann man jetzt noch mal richtig Gas geben, wenn man will. Aber ich bevorzuge lieber die ruhigen Pfade am Wasser. Sehr schön. Ist natürlich auch schön hier, kann man nicht sagen. Man kann da hinten ein bisschen die Alpen sehen. Oder auch nicht. Ja doch. Schöne Aussicht. Aber sonst ist natürlich hier auf Asphalt sehr öde. Aber zumindest können jetzt meine Füße noch etwas trocknen von dem nassen Abschnitt vorhin.